Hallo ihr Lieben, ich bin hier gerade draußen im Wald, wie man schon sehen kann. Es ist alles noch ziemlich gefroren, aber es geht von den Temperaturen her. Auf jeden Fall wollte ich somit auch meine neue Kamera testen, denn ich bin von der GoPro auf eine Sony umgestiegen und ich finde auch die Bildqualität ist wirklich sehr, sehr gut. Ich lasse jetzt einfach mal Nero hier schön ein bisschen Pause machen, damit er ein bisschen zur Ruhe kommt und währenddessen kann ich ein paar neue Fragen von euch beantworten, die ihr mir unter das Instagram-Bild gestellt habt zum neuen Julis Tiertalk. Und ich würde sagen, fangen wir am besten gleich mal an. Die erste Frage, die kommt von Jetenra. Hier dennoch eine Frage von mir. Du hast ja öfters die Nachteile vom Fertigbarf in deinen Videos erwähnt. Zum Beispiel, dass der Fettgehalt zu gering ist. Wenn ich diese fehlenden Punkte dem Fertigbarf zugebe, ist dieses doch trotzdem viel besser als Nassfutter aus der Dose oder Trockenfutter, oder nicht? Ja, also es ist auf jeden Fall besser, aber da das Fertigbarf dennoch so viele mangelhafte Stellen hat, reicht es halt nicht nur, ja, das Fell zu ersetzen, sondern man muss da die entsprechenden Innereien hinzuführen, Knochen, alles. Es ist dann natürlich besser als ein, ja, Fertigfutter wie trocken oder nass. Allerdings muss man dafür ja recht viel ergänzen, sodass sich einfach bei dem Aufwand gleich das richtige Barfen anbietet. Vor allem, weil auch diese Fertigbarfpackungen doch sehr, sehr teuer sind für den Inhalt, der da tatsächlich drin ist. Deswegen rate ich dann immer, ja, gleich mal richtig zu barfen, weil wenn du eh so viele Sachen zufüttern musst, bei der Zeitersparnis rentiert es sich einfach nicht. Ich hatte das ja auch selbst früher mal gemacht. Ich dachte so, okay, dann füttere ich halt die Komponente dazu, die halt gefehlt haben und gut ist. Und dabei ist halt wirklich rausgekommen. Also ich habe da wirklich nur noch eine halbe Stunde länger gebraucht für 2 Monate Barvorrat. Und ja, von den Kosten ist es halt einfach viel günstiger. Man kann es natürlich so machen, aber ich persönlich würde halt gleich empfehlen, gleich mal zu barfen, weil auf diese eine halbe Stunde kommt es einfach auch nicht mehr drauf an. Die nächste Frage für heute, die ist von Annie's Love Life. Was sind die 5 nervigsten, lustigsten Sachen, die du von fremden Passanten immer und immer wieder in Bezug auf Nero hörst? Also 5 Sachen fallen mir, glaube ich, dann nicht ein, aber ein was mich sehr, sehr nervt und was ich halt einfach ständig höre, das ist halt im Sommer mit seinem langen Fell. Och, der arme Hund, der muss ja total schwitzen. Es ist ja dabei nicht so, dass man irgendwie, ja, fragt, auch schwitzt der arme Hund oder ist dem armen Hund zu warm in dieser Hitze? Nein, es wird gleich festgestellt, oh, der arme Hund, der muss ja übelst schwitzen bei den Temperaturen oder bei der Hitze. Worauf ich einfach so einen Hals kriege. Also wenn man einfach keine Ahnung von der Thematik hat, dann soll man einfach nicht irgendwelche Schlüsse ziehen. Der Hund kommt ursprünglich aus Sibirien, da sind im Sommer auch bis zu 40 Grad möglich und das Fell isoliert auch eben vor Hitze. Solche Hunde darf man auf keinen Fall scheren, weil einfach das Fell dadurch kaputt geht und der Hund dann erst recht einen Sonnenbrand, Sonnenstich und alles erleiden kann. Also in diesem Fall kann ich solche Schlaumeier ja einfach überhaupt nicht ab. Es ist genauso wie bei einer Freundin von mir, die hat 2 Wildpits und die hört sich auch ständig an, oh, die armen Hunde, die bekommen nichts zu essen und oh, schau mal, wie schlank die sind, wie dürr und so. Und das ist beim Wildpit normal. Ich meine, das ist halt eben kein Koloss oder so, wie halt so eine Bulldogge. Die sind halt eben ja sehr zierlich gebaut und sie muss sich auch ständig so dumme Sprüche anhören. Und das ist einfach so die Sache, die mich am meisten nervt. Alle anderen Sprüche und Sachen, die nerven mich nicht so gut. Ich werde häufig gefragt, ob das jetzt ein Spitz ist, ein Husky oder sämtliche anderen Rassen werden vermutet, aber das nervt mich halt nicht. Mich nervt wirklich nur, wenn man irgendwelche Sachen meint, festzustellen, die halt überhaupt nicht der Realität entsprechen. Ich meine, mein Hund geht bei 35 Grad Hitze raus in die Sonne und sonst sich. Also, ja. Die nächste Frage, die kommt von Leonie. Mein Hamster nagt am Gitterkäfig. Was soll ich tun, damit das aufhört? Ja, also die beste Möglichkeit ist es kein Gitterkäfig, weil ich kenne keinen artgerechten Gitterkäfig für Hamster. Also die ganzen Käfige sind einfach viel zu klein und einfach überhaupt nicht artgerecht. Was ich da einfach empfehlen kann, ist ein großes Nagarium. Also einfach so ein Terra aus USB-Platten kann man dafür halt sehr gut verwenden. Das eben umgestalten, umbauen ist super und auch
preisgünstiger als diese ganzen Zoogeschäfts-Hamsterkäfige, die absolut nicht artgerecht sind. Weil auch dieses am Gitterkäfig nagen kann natürlich eine Verhaltensstörung sein, Langeweile oder dass dem Hamster was nicht passt. Ich kann dir gerne in die Beschreibung eine sehr, sehr gute Informationsseite über Hamster verlinken. Da stehen auch die Mindestmaße da, die für einen Hamster benötigt werden. Und da werden verschiedene Gehegearten auch vorgestellt, dass du da einfach mal reinschauen kannst. Meistens werden ja solche Käfige von Zoohandlungen empfohlen. Meine Erfahrung und auch die Erfahrung von vielen anderen ist halt einfach leider, dass immer noch in sehr, sehr vielen Zoohandlungen sehr falsch beraten wird. Also da wird meistens nach dem Kunden geschaut, dass er möglichst was Platzsparendes und was Bequemes bekommt, aber da steht halt eben nicht da das Tierwohl eben an erster Stelle. Genauso in Zoohandlungen, es gibt ja überhaupt keine artgerechten Käfige und Volieren für Kanarien, Sittiche, Papageien gibt es da einfach nicht. Und auch mit dem Futter ist es bei vielen auch schwierig. Und deswegen immer individuell wirklich beraten lassen, nicht in der Zoohandlung über die Tierart aufklären lassen, sondern von einem sehr guten, seriösen Züchter, von Tierhilfen, die sich auf diese Tierart spezialisieren, das kann ich zum Beispiel auch sehr empfehlen, oder auch gute Informationsseiten. Also wenn man das Netz durchstöbert, da findet man wirklich sehr, sehr viele gute Tipps, Seiten und einfach Ratschläge, was die Haltung von allen Tieren eigentlich betrifft. Die nächste Frage, die kommt von Bailey. Hast du manchmal Angst, dass Nero einen Giftköder aufnehmen könnte? Bei uns sind dieses Jahr schon so viele Hunde daran verendet, dass man bei jedem Spaziergang einfach nur noch Angst hat. Ja, das Gefühl kenne ich auch. Deswegen ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass der Hund lernt, dass er nichts Fremdes vom Boden aufnehmen kann. Natürlich, wenn der Hund darauf trainiert ist, also ein Antigiftköder-Training absolviert hat, ist es natürlich keine Garantie, dass er nie irgendwas aufnimmt. Ich meine, ein Hund ist ein Lebewesen und keine Maschine. Und es kann immer brenzliche Situationen geben. Leider kann Giftköder wirklich jeden treffen. Also meine persönliche Empfehlung ist halt wirklich an Sachen und Orten spazieren zu gehen, wo so weit wie möglich gar keine Menschen spazieren gehen, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo Giftköder verteilt werden, noch am geringsten ist. Meistens sind das so öffentliche Stellen, wo sehr viele Hundehalter laufen. Und dass man dann da eben bevorzugt spazieren geht. Was auch hilfreich ist, sind einfach solche Giftköder, Radarmeldungen einfach, um zu sehen. Also in meinem alten Wohnort, da wurden beispielsweise ständig Giftköder ausgestreut. Also alle 3 Monate sind irgendwelche Hunde daran gestorben, auch auf so Routen, wo ich auch oft spazieren gegangen bin. Ich weiß noch, letztes Jahr, da hat es einen 4 Monate alten Golden Retriever Welpen erwischt. Also solche Schweine möchte ich ehrlich gesagt echt nicht in die Finger kriegen, weil da dürfen die ihr ausgelegtes Zeug sehr, sehr gerne selbst verkosten. Wenn der Halter sich scheiße verhält, da kann einfach das Tier nichts dafür und das Tier ist einfach in dem Moment einfach ja der Leidtragende. Da ist es einfach besser, wenn man einfach sieht, einen Halter, der zum Beispiel die Scheiße liegen lässt, einfach ihn direkt einfach darauf anzusprechen und einfach zu fragen, was das soll. Das mache ich persönlich auch, weil mir das einfach auch auf den Zeiger geht, weil man an jeder Stelle einfach die Hinterlassenschaften seines Tieres wegräumt, aufräumt und einige 3 Meter von so einem Mülleimer meinen, ihren Hund machen zu lassen und sich einfach zu fein sind, einfach diese 3 Meter zu laufen. Da bin ich auch mittlerweile recht abgehärtet und spreche halt einfach die Leute drauf an, weil es natürlich auch auf andere Hunde haltet, die immer ihren Pflichten nachkommen und sehr verantwortungsbewusst sind, auf die kommt es halt dann eben zurück. Aber Giftköder sind wirklich unberechenbar, deswegen würde ich gleich von vornherein empfehlen, wenn der Welpe einzieht, Anti-Giftköder-Training, dass der Hund wirklich lernt, dass er wirklich nichts vom Boden aufzulesen hat. Die nächste Frage, die kommt von Wolfslady. Warum habt ihr eure Tiere vom Züchter statt aus dem Tierheim? Also das stimmt nicht so. Ich habe nicht alle Tiere vom Züchter, die ich daheim habe, also Azzurro. Der neue Vogel, der ist ja auch schon fast an die 10 Jahre alt, den habe ich beispielsweise als Abgabetier aufgenommen und auch in der Vergangenheit hatte ich eben Hunde, auch Straßenhunde bei mir, Pflegehunde, also auch schon, wo Nero auf der Welt war. Warum Nero vom Züchter ist, ist einfach ganz einfach. Ich wollte einfach einen Samoyeden, mit dem ich sportlich aktiv was machen kann. Hätte ich keinen spezifischen Rassewunsch gehabt, wäre es auch natürlich ein Hund
ja aus dem Tierheim geworden, aber ein Tier von einem guten, seriösen Züchter ist natürlich auch nichts Schlechtes. Man sollte sich wirklich nur von Vermehrern fernhalten oder Leuten, die meinen, ach, das ist so lustig, einmal ja Welpen in die Welt zu setzen und keine Gesundheitsuntersuchungen und alles durchführen zu lassen. Also davon sollte man wirklich die Finger lassen gegen einen wirklich guten und seriösen Züchter, obwohl diese so rar sind, spricht nichts dagegen. Bei den Katzen haben wir auch zuerst geschaut, ob es erwachsene Ragdolls gibt aus dem Tierschutz. Es gab zu der Zeit, wo wir gesucht haben, also wir haben ein ganzes halbes Jahr gesucht, 2 vierjährige Kater abzugeben. Da wollte aber der Verein diese Kater überhaupt nicht in den Haushalt mit Hunden abgeben. Also da wurden wir halt abgelehnt, weil wir halt eben Nero haben. Ich kann es persönlich nicht verstehen. Ich meine, ihr kennt mich ja, ich bin eine verantwortungsbewusste Tierhalterin und jeder kann ja sehen, wie gut Nero einfach mit Katzen umgehen kann. Aber das akzeptiere ich dann natürlich. Und deswegen sind es dann eben 2 Ragdoll-Kitten von einer sehr lieben Züchterin geworden, die einfach top sind. Und die letzte Frage für heute, die habe ich von Steffi Bröhl. Hallo Juli, hast du einen Tipp, wie ich meinen 1-jährigen Rüden das Fixieren von anderen Hunden abgewöhnen kann? Er ist so verspielt und will die anderen Hunde immer zum Spielen auffordern, was an der Leine natürlich nicht soll. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Ja, ich glaube, diese Problematik kannte wahrscheinlich jeder, der einen gut sozialisierten Hund hat, der in jungen Jahren einfach mit anderen Hunden ständig spielen will. Da ist einfach ganz einfach, an der Leine gibt's einfach keine Spielereien von Hund, fertig. Also da musst du da einfach konsequent sein. Das heißt, wenn der Hund mit anderen Hunden spielen will, geht es wirklich nur ohne Leine. Da geht das dann wirklich nur ohne Leine. 1 Jahr alt ist sowieso so ein Alter, Pflegephase, sage ich dazu mal. Keine Sorge, das vergeht wieder, aber es ist halt wichtig, dass du deinem Hund ja das alles halt nicht durchgehen lässt. Was auch hilft, ist, wenn der Hund einfach komplett aufgedreht ist, einfach den Hund am Rand absitzen oder abliegen zu lassen, bis der andere Hund vorbei ist. Wenn er ruhig bleibt, natürlich loben und dann halt weiter, dass einfach der Hund lernt, oh, an der Leine gibt's einfach keine Action mit anderen Hunden. Das kriegst du aber sicher hin. Ich meine, dein Hund ist 1 Jahr alt und in dem Alter sind halt einfach noch viele Flausen im Kopf. War mit dem Herrn hier, ja, nicht anders. So, das war's auf jeden Fall vom heutigen Julis Tier Talk. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten. Und ich hoffe auch, die Bildquali von meiner neuen Kamera gefällt euch. So, da ist der kleine Flusenkopf, ne? Oh, ist ganz schön kalt hier draußen. Ach ja, falls ihr euch fragt, woher diese wunderschöne Leine hat, aus Kletterseil mit einer wunderschönen weichen Fettlederschlaufe und Halsband. Bei Neros Fell ist natürlich immer die Problematik, dass man die ganzen Halsbänder einfach nicht sieht. Aber es sieht einfach wunderschön aus. Das schöne Set habe ich von Sophie mir extra anfertigen lassen für Nero. Falls ihr auch eine individuelle Leine haben wollt, Halsband oder ein Set, also da habt ihr wirklich viele Möglichkeiten und Varianten. Es gibt bei ihr eine sehr, sehr große Auswahl an Farben und Farbmöglichkeiten. Ihr habt auch eine Wahl zwischen verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel ja, Kletterseil, Tauleine, Leder oder auch Paracord. Und ich finde, das kann sich wirklich sehr, sehr, sehr schön sehen lassen. Ja, mein schöner Hund. Damit verabschieden wir uns heute von euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!